Laden. Hier hat mein Vater die Aufzeichnung gemacht. Siehst du da? Die Skizze aus dem Lichtspiel. Ein Ring in einem Ring in einem Ring? Siehst du den Pfeil? Dort muss irgendwas versteckt sein. Aber was? Und wo? Warum flüsterst du so? Wo kommt denn der her? Was zur... Ihnen ist unser Wandgemälde aufgefallen? Es heißt Ringeding-Ding, was so viel bedeutet wie Unendlichkeit. Gemalt wurde es vor 200 Jahren von dem bedeutenden Maler Cavanossa Canusostri. Aber mein Vater hat es gezeichnet. Cavanossa Canusostri war Ihr Vater? Den Namen hast du dir doch gerade ausgedacht. Was stellt es dar? Also ich finde ja, es sieht aus wie die Ringe der Windkapelle. Aber ich bin kein Kunstkenner. Windkapelle? Und was ist das hier für ein Ort? Gut, dass Sie fragen. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Dynastie. Sie bekommen nun Ihre Gästeausweise und einen Weichkeks umsonst. Ein Weichkeks. Juhu. Danke. Im Namen unseres Teams wünschen wir Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Der Keks war lecker und wirklich weich. Wir bitten auf, Ihr Gepäck selbst zu achten. Keine Fotos, keine Phosphors, kein lautes Atmen, nichts anfassen. Hier ist ein Phosphor. Eltern haften für Ihre Kinder. Danke. Aha. Ja, Gästeausweis. Hallo Steve. Haben Sie... irgendwelche Fragen? Ja, was machst du hier? Ich verwalte den Empfang. Oh, bitte. Laura. Aber der Typ ist doch vollkommen wahnsinnig. Ich bin nicht wahnsinnig, wenn es genehm ist. Nicht. Sollten Sie irgendwelche Beschwerden haben, kann ich Sie gerne an meinen Chef weiterleiten. Fein. Dann will ich mit deinem Chef sprechen. Laura, mach hier bitte keine Szene. Sie haben eine Beschwerde über meinen Kollegen? Was hat der alte Sesselpupser denn wieder angestellt? Aha. Wow. Oh, wow. Hier, seid ihr also sowas wie der Chef? Bitte? Ich hab nicht 25 Jahre am Empfang gestanden, um jetzt sowas wie der Chef zu sein. Tut mir leid. Aber nicht doch. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Wozu braucht man hier einen Empfangschef? Naja, ich bin sozusagen ein Relikt aus alten Zeiten. Steve kam erst nach dem Angriff dazu, als die Herrschaften schon weg waren. Was denn für Herrschaften? Immer wenn ich daran denke, fällt mir das Lied wieder ein. Es fing so an. Oh nein, nicht schon wieder! Reg dich ab, Steve. Was? Den Rest habe ich sowieso vergessen. Zwei Noten, keine Ahnung. Ich hasse diesen Song. Aha, okay. Was ist das für ein Lied? Ach, es ist so alt, dass ich es über die Jahre fast vergessen hätte. Ich weiß leider nur noch, wie es anfängt. Singen aha, zwei ganz schöne. Ach, Steve, du alte Spaßbremse. Ich habe den Rest eh vergessen. Hey, Junge, mir fällt der andere Teil bestimmt wieder ein, wenn ich hier mal rauskomme. Hier rauskommen? Aber wie sollte ich... Keine Ahnung, aber ich muss an die frische Luft. Das ist ein Spiegel rauskommen, seit 14 Jahren hänge ich in dieser Backstube fest. 15! Ihr wart also schon vor Steve da? Ja, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Mein Vater war schon Empfangs. Der ist ja auch ein und sein Vater Spitzener. Und dessen Vater? Der auch. Und dessen Vater? Ja. Und dessen Vater, Vater. Und dessen Vater? Wie lange wollt ihr damit noch weitermachen? Mir macht das nichts aus. Ich rede gerne von meiner Familie. Aha. Wie lange kennt ihr euch denn schon? Mal überlegen. Das sind jetzt 14 Jahre. Das wollte ich erzählen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Eines Morgens bin ich aufgewacht. Das war hier. Ja, ist echt ein interessanter. Ein schönes Lied.
Ja, nicht wahr? Das, ich glaube, das können wir mal wieder machen. Abmahnung. Was willst du machen? Eine Beschwerde einreichen? Um es halt nochmal zu hören. Ich mache meine Drohung wahr und gründe einen Betriebsrat. Ich stecke schon zu lang in diesem staubigen Spiegel. Komm, Junge, hol mich hier raus. Dann fällt mir bestimmt auch der Rest von dem Lied wieder ein. Das müssen wir machen, mit Stein gegenwerfen oder so. Wegen den Gästeausweisen. Was genau kann man denn damit machen? Nun, was genau würdet ihr denn gerne damit machen? Wir können uns damit in der Ruine umsehen? Nein, tut mir leid. Damit kann man nur in den Innenhof. Aber warum hast du dann gefragt, was... Der Gästeausweis berechtigt den Besucher, nur den Innenhof zu besuchen. Steht leider so in den Vorschriften. Und wer hat sich diese beknackten Vorschriften ausgedacht? Ich? Wie kommen wir denn in die Windkapelle? Nur mit den goldenen Ausweisen. Oh, okay. Und wo bekommen wir die? Die bekommt man nicht. Die hat man einfach. Ach so. Und wer das ist so gut. Hat so einen goldenen Ausweis? Bin Fan. Die Familie. Welche Familie? Die Familie, die hier mal gelebt hat. Also die Versteinerten. Nein, die Familie lebt noch. Sie werden jeden Moment zurückkommen. Okay, ganz ruhig. Keine hastigen Bewegungen. Also ich bin ja ein Fan von ihm. Ich mag ihn. Der mit seinem... Wegen des goldenen Tickets. Damit könnten wir also in die Windkapelle. Genau. Und wenn wir einfach so reingehen? Ich bin der Einzige, der den geheimen Schlüssel hat, um den Saal zu öffnen. Der hat von deiner Schnauze. Auf der Theke? Ja, es steht sogar auf der Schatulle. Geheimer... Ohne die goldenen Ausweise lasse ich euch nicht rein. Habt ihr die goldenen Ausweise? Wir müssen den kurz ablenken und den nehmen. Dann lasse ich euch nicht rein. Aha. Wenn wir also diese goldenen Ausweise hätten. Oh, ihr habt also die goldenen Ausweise. Ja. Aber Laura, das stimmt doch gar nicht. Psst. Dürfte ich die Ausweise mal sehen? Ich habe sie zu Hause vergessen. Hm. Woher sollte ich dann... Okay, wir haben gelogen. Es tut uns leid. Wir wollten doch nur unbedingt in die Kapelle. Es tut mir so leid. Wow, du bist echt anständig, was? Zutritt verweigert! Zu anständig. Wir haben sie doch? Stimmt nicht. Ihr bleibt draußen. Können wir nicht auch ohne die goldenen Ausweise in die Windkapelle? Wenn ich jetzt bei Ihnen eine Ausnahme mache, dann will jeder einfach so rein. Aber wer denn? Hier ist doch niemand. Es könnte jeden Moment jemand kommen. Oh. Aha. Tolle Kekse. Sie backen gerne? Danke. Es ist ein Hobby. Wissen Sie, beim Backen kommt es darauf an... Oh, bitte nicht. Dass man die richtige Dosierung herausbekommt. Erst letztens, zum Beispiel, habe ich... Können wir nicht... Es ist das, mit diesem Hochleistungsbackofen diese Weichkekse gezaubert, die Sie gerade gegessen haben. Haben toll geschmeckt. Wie lieb von Ihnen, das zu sagen. Seid ihr fertig? Yes, super. Gut, zurück zum Thema. Wir müssen... Wie habt ihr die Kekse nur so fluffig und weich hinbekommen? Oh... Das Geheimnis sind die Zutaten. Je weicher die Zutaten, desto weicher das Gebäck. Okay, es reicht. Die Welt geht unter. Eure Kekse können warten. Aber nicht zu lange. Ja, sonst brennen sie nämlich an. Okay, noch ein bisschen mehr zum wegen der Kekse. Robert, lass es. Aber... Nein, ich meine es ernst. Du kannst Kekse haben, wenn wir die Welt gerettet haben. Na fein. Gut, den Innenhof. Können Sie uns den Innenhof mal zeigen? Haben Sie denn einen Gästeausweis? Was? Du hast uns diese blöden Ausweise doch eben selbst... Ja, haben wir. Dann gerne. Bitte folgen Sie mir. Und hat einen Schlüssel.
Können wir den Schlüssel irgendwie abknüpfen und... Laura, verstanden das, Bosa. Und der große Robert. Nach wie vor. Eine große Tür haben wir hier, die wir uns mal anschauen können. Eine sehr prächtige Tür. Sie führt wahrscheinlich zu einem sehr prächtigen Ort. Alles andere wäre enttäuschend. Na, das hoffen wir doch mal. Ich darf die Herrschaften darauf hinweisen, dass die Tür verschlossen ist. Der Zutritt ist nur mit dem goldenen Ausweis gestattet. Ha, wir brauchen einen goldenen Ausweis. Goldene Blumen vielleicht. Nur mal so als Idee vielleicht. Hey, was machst du da? Nichts. Das will ich auch hoffen. Damit golden. Ne, okay, haben wir nicht. Müssen wir ihn erst loswerden, bevor wir hier was machen können. Hey, was machst du da? Nichts. Das will ich auch hoffen. Okay, ja, wir können hier nichts aufheben, während er noch hier ist. Ach, reden können wir mit ihm. Innenhof. Was war das? Erzähl uns mal was. Was heißt hier früher? Das ist immer noch der Innenhof zur Windkapelle. Schön hier. Ja, aber schwer zu beheizen. Wieso willst du einen Innenhof beheizen? Es ist doch, naja. Seid ihr oft hier drinnen? Nein, wenn ich hier bin, werde ich immer traurig. Warum? Ich weiß es nicht. Aha, er wird traurig. Seit wann ist die Tür denn verschlossen? Das war kurz bevor ich hier angefangen habe. Und ihr habt die Tür noch nie geöffnet? Nein, es kam ja noch nie jemand mit dem goldenen Ausweis. War hier überhaupt schon mal jemand? Ja, aber das war vor meiner Zeit. Pete hat erzählt, dass hier früher mal richtig viel los war, als die Familie hier noch gelebt hat. Der mit seinem Sprachfehler. Sieht stabil aus. Ja, nicht wahr? Diese Tür wurde von Sedua, dem Stabilen, erbaut. Genauso wie dieses Fenster da hinten. Da ist doch gar kein Fenster. Da war aber mal eins, bis es zusammengestürzt ist. Ja. Der und sein Sprachfehler. Wo ist Pete? Na, ich gehe davon aus, dass er während meiner Abwesenheit den Empfang verwaltet. Stimmt. Könnten ja jeden Moment neue Besucher kommen. Ja. Könnt ihr Pete nicht herholen? Aber wozu denn? Wir unterhalten uns gerade so nett. Und seine Anwesenheit bedeutet nur, dass es laut wird. Aha. Alles klar. Danke für dieses sehr gute Gespräch. Man erkennt unter all dem Rost kaum noch den Schild. Irgendwer sollte hier dringend mal putzen. Ein Rostschild. Den kann ich nicht mitnehmen. Der ist völlig verrostet. Dann lass ihn halt hängen. Mit versteinerten Asposern. Ja, Asposern können wir noch was anfangen. Arme Asposer. Was sie wohl gedacht haben im letzten Moment? Vielleicht Hilfe? Ich lasse es lieber. Wenn ich sie kaputt mache, ist das wie Körperverletzung. Pilze. Das sind Pilze, die taub machen, wenn man sie sich in die Ohren steckt. Aha. Brauchen wir vielleicht noch. Ui. Sehr gut. Machst du Pilze? Nein! Vielen Dank! Ich darf keine Geschenke von Gästen entgegennehmen. Aha. Okay. Na dann ab zu meinem Fang. Ah, ihr wollt zurück? Folgen Sie mir. Wir wissen, wo es lang geht. Das ist nicht der Punkt. Laura, er will nicht, dass wir hier allein herumlaufen. Okay, meine Güte, Steve. Wir müssen ihn irgendwie durch loswerden, damit wir das Zeug groß. Bitte geleite uns hinaus. Wir müssen das Zeug aufsammeln. Mir nach.
Wir müssen das Zeug, was im Innenhof liegt, aufsammeln. Das heißt, Blume pflücken und so. Es geht aber nicht so lange, er zuschaut. Okay, wir haben Gewürz. Die perfekte Kombination aus Küchenutensil und Waffe. Okay, können wir hier noch irgendwas? Ein Mauerstein. Von hier aus kann ich nichts ausrichten. Dann geh doch, dann lauf doch rüber. Der Mauerstein steht etwas hervor. Von hier aus kann ich nicht... Dann lauf doch rüber, du Sack. Von hier aus kann ich nichts ausrichten. Aha, okay. Wieso das nicht? Ich bin mit dem Nudelholz gegengeschlagen. Von hier aus kann ich nichts ausrichten. Aha. Oh, ein Backbuch. Was ist das für ein Buch? Backen für Angeber. Von Jim Ole Wehr. Hm, vielleicht kann ich damit Laura beeindrucken. Ja, nimm es dir mal mit. Wir sammeln hier Sachen fürs Inventar. Hm. Okay, noch Sachen. Die Kochkäfer können wir wahrscheinlich mitnehmen. Zutaten. Und die Skizze mitnehmen. Phosphos. Skizze anschauen. Ui. Stecknadeln. Ein paar weniger wird sicher niemand bemerken. Nehmen ein paar Stecknadeln mit. Zeichnung. Ich lasse sie einfach da hängen. Macht Sinn. Wir müssen den Ort mit diesen Ringen suchen. Egal, was Remi Nepo darin versteckt hat, er wollte, dass wir es finden. Dann müssen wir wahrscheinlich erstmal durch den Innenhof. So, okay. Nichts, was wir hier noch mitnehmen können. Nur die Zeichnung haben wir hier. Hm. Oh, eine Quast. Solange der Kerl nicht herschaut. Okay, wir haben eine Quast. Wir haben eine Quast, wir haben Stecknadeln, wir haben Backbuch, Nudelholz, wir haben Pilze, wir haben eine Konroy-Handpuppe, eine dreckige, wir haben einen Gästeausweis. Hm. Vielleicht können wir den Buch mal lesen. Schadet bestimmt nicht. Das Weichkeksrezept. Eine Handvoll Kristallzucker, einen halben Liter Nektarinensaft, ein Kilo Mehl und ich habe das Gefühl, das müssen wir uns merken. Oh nein. Ich kann mir den Schlüssel nehmen. Denk nicht einmal daran, Bürschchen! Vielleicht lasse ich ihn noch einfach da liegen. Oh, schön. Sind wir allein im Hinterhof. Das ist toll. Dann können wir Nektarinen. Steve wird nicht merken, wenn ein paar fehlen. Er merkt ja nicht mal, dass er seit Jahrzehnten mit sich selbst redet. Nektarinenstrauß. Aha, und das Schild auch? Den kann ich nicht mitnehmen. Der ist völlig verrostet. Schade. Ich lasse es lieber. Wenn ich sie kaputt mache, ist das wie Körperverletzung. Okay. Den Schild, den verrosteten Schild wirst du nicht mitnehmen. Du wirst nicht Teil der Rostschildfamilie werden. Flachwitzannahmen. So. Pilze. Achso, habe ich ja schon mitgenommen. Okay, den Schlüssel müssen wir irgendwie bekommen. Das ist unser Ziel. Oh, Teppich. Den nehmen wir auch mit. Robert, der kleine Dieb. Dann wieder zurück zum Anfang. Let's go. Vielleicht können wir hier noch irgendwas, das Spiegel kaputt machen, Zutaten mitnehmen. Spiegel kaputt machen, ist gar keine blöde Idee, dann seine zwei. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Verdammt. Ich kann mir ihm zeigen, dass er. Ja, dass er nicht. Dass es den anderen nicht gibt, den Kollegen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe.
Mit dem Nudelholz können wir wirklich nicht. Das ist, haben wir schon probiert, oder? Gegen den Stein schlagen. Von hier aus kann ich nichts ausrichten. Ist noch ein Mauerstein hier? Weiter kann ich den nicht reinhauen. Vielleicht müssen wir von der anderen Seite aus. Da können wir auch die anderen beiden. Sekunde, sofort raus. Ich versuche mal was. Aber was das uns bringen soll, weiß ich auch nicht. Dann kommen wir nur in den Rezeptionsbereich. Und da jetzt gegenhauen. Schön. Dann haben wir die Steine im Innenhof. Von hier aus kann ich nichts ausrichten. Ach komm. Müssen wir den nochmal rauskloppen. Aber vielleicht können wir jetzt hier hoch. Hier diesen Faden hier ziehen. Mauerrand. Ob ich da wohl irgendwie hochkomme? Nee, das ist natürlich zu hoch. Okay, nein, das wollte ich nicht. So hier geblieben. Wir müssen da jetzt nur hoch. Vielleicht können wir vielleicht hier oben drauf steigen. Und wir müssen von innen irgendwie was. Nee, von innen können wir nichts machen. Außer vielleicht den zweiten Stein rein. Nee, das konnten wir ja gar nicht. Von hier aus kann. Verdammt. Ich hatte gehofft. Müssen wir vielleicht wirklich von innen. Müsst du einmal hochsteigen und den. Aber was soll uns das bringen, dass wir dann in der Mauer hochkommen? Die Tür schon offen. Wir können durch die Tür durch. Okay, so kriegen wir den Stein durch. Den Stein kriegen wir jetzt auch rein. Jetzt können wir auf der anderen Seite über die Mauer klettern. Was auch immer das uns bringen soll. So, dann hopp's mal hoch. Mauerrand. Ob ich da wohl irgendwie hochkomme? Ich traue mich nicht so weit zu springen. Hier geht es mindestens einen Meter in den Abgrund. Vielleicht müssen wir sie wieder reinschlagen. Und auf der anderen Seite hoch. Das könnte ich mir vorstellen. Das wäre eine Möglichkeit. Sehr schön. Jetzt sind noch die Überreste zu kloppen. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Mein Mülleimer. So, jetzt können wir doch hier hoch. Hops. 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 Und auf die Mauer. Auf der Mauer sitzt ein kleiner Robert. Und nun sind wir hier auf der Mauer. Was bringt uns das jetzt? Können wir das Symbol anfassen? Damit kann man nichts machen. Stehen wir auf der Mauer. Okay, ja, was hat uns das jetzt gebracht? Tja. Wir haben da aber was, ich habe da was Neues entdeckt. Da sind doch diese. Die Glühwürmchen. Die haben wir doch gerade kommen sehen. Vielleicht. Tun wir denen was. Phosphos mit Farbmotten.
Farbe mit dem was anfangen. Sie versuchen sich zu verstecken, indem sie sich an den Hintergrund anpassen. Ich hasse sie. Sie verfärben alles. Was hast du nicht? Sie verfärben alles. Wenn Menschen, alles. Tiere und Gegenstände nicht zu mir wären, würde ich sie auch nicht hassen. Anfassen. Nicht zu fassen. Nicht zu fassen, versteht er. Aha. Okay. Den breche ich nicht ab. Hier verschwinden. Ich habe irgendwas. Goldener Teppich. Vielleicht. Natürlich. Jetzt die darüber scheuchen. Jetzt haben wir goldene Mappen. Ah, ja, sehr schön. Da noch die Tickets drüber hängen. Vielleicht können wir die Tickets jetzt hier. Ich dachte, dass wir das mit den Blumen machen, aber was so ist. Sie sind immer sofort wieder weg. Hm. Vielleicht können wir die Ausweise am Ast reiben. Das wird nicht klappen. Hm. Okay. Was ist denn, wenn ich das mache? Sind sie nass und verklebt. Das hilft nicht weiter. Hm. Okay, aber das. Dann doch jetzt ihr Nektar dort abge. Also, wenn wir jetzt hier. Mit denen zum Nahe kommen. Nicht zu fassen. Tja, da gehen sie wieder sofort. Okay. Können wir hier noch irgendwie was Tickets mit dem Stecknadel mit den. Das mache ich nicht. Okay. Was zum. Eine Bastelei. Ach, das ist so eine. Vielleicht. Als ob. Jetzt haben wir eine Ticketmotte. Die können wir jetzt auf den Ast legen. Das mache ich nicht. Hm. Können wir noch was anderes damit? Naja, dann könnte ich. Obwohl. Nein. Natürlich können wir das Springseil mit benutzen. Was zum. Okay. Naja, dann könnte ich. Was zum. Okay, wenn wir jetzt die Farbmotten, die wir hinscheuchen. Aber wenn wir jetzt wieder. Können wir vielleicht. Wirf. Mit langen Angel. Sie sind immer sofort wieder weg. Hm. Vielleicht. Warte mal kurz. Ich kann ja. Es ist ja eine lange. Ich kann ja auf der anderen Seite der Mauer hochklettern. Warte mal kurz. Wir können doch bestimmt. Jetzt sind die Motten da drüben. Die Farbleuchtmotten. Wenn wir jetzt oben auf den Mauerrand drauf klettern, da standen wir doch eben schon so, dass man da das Gefühl hatte, da können wir was drüber werfen. Wenn wir jetzt von hier oben die gebastelte Motte. Sehr gut. Eine herausragende Idee. Die Ausweise haben sich golden gefärbt. Okay, jetzt haben wir goldene Tickets. Können wir denn jetzt rein? So, Steve, ich habe die goldenen Tickets. Lassen Sie mich rein. Haben Sie irgendwelche Fragen? Ich habe goldenen Ausweise. Können wir nicht auch ohne die goldenen Ausweise in die Windkapelle? Wenn ich jetzt bei Ihnen eine Ausnahme mache, dann will jeder einfach so rein. Aber ist doch egal, wir haben doch die jetzt. Hier ist doch niemand. Es könnte jeden Moment jemand kommen.
Danke für die Information. Na, du vielleicht versuchen wir es einfach mal. Wir haben doch jetzt hier die Tickets. Goldene Ausweise. Mach's gut, Frankenmotte. Du warst mir immer ein guter Freund. Wir würden nun gerne die Windkapelle besuchen. Haben Sie denn einen goldenen Ausweis? Oh ja. Das ist super. Bitte folgen Sie mir. Das ist sehr gut.